Trommler-Troll ist da. Er begleitet ihn. Kommt gleich hier. Ich kehre zurück, um meinem Herrn zu dienen. Wir haben auf euch gewartet. Mann, ey. Gleich eins aufs Maul. Wie viel? 5. Wisst ihr, wir haben ja sonst gerade nichts zu tun. Mal gucken, dass die richtig laufen. Nicht durch das Hort da durchgehen. Wobei es schon komisch aussieht, wenn die da alle so in einer Reihe stehen. Krabbel. Genau, die holzt da einfach mal einen Baum um. Ich glaub's nicht. So. Und dann holen wir noch die hier dazu. Der Bauer dürfte auch bald fertig sein. Wortwörtlich der Bauer. Hey, ohne Witz. Das Spiel strengt mit der Zeit strengt dieses Spiel ordentlich an. Ihr könnt es mir echt ruhig glauben. Wie gesagt, ich erwähne nochmals, ich spiele auf leicht. Leicht. Also, es ist krank einfach nur. Einfach nur krank. Naja. Aber ansonsten wäre es ja auch irgendwo langweilig, wenn alles so geschmiert gehen würde. Ich hoffe bloß nicht, dass irgendwann mein Arbeitsspeicher voll sein dürfte. Alter, du bist aus dem Takt, ey. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Ich dachte, jetzt holt er nochmal auf. Oh, nee, nein. Nicht schon wieder, oder? Oh, laufen die da auch durch. Ja, geil. Oh, nur weil ihr nicht stehen bleiben könnt. Verreckt doch. Dummen Penner. Ach, es ist doch scheiße. Mal ganz ehrlich, das ist mir jetzt auch egal. Wir ziehen jetzt in den Kampf. Du gehst mal raus, Kollege. So. Sieht das Ganze hier schon mal ein bisschen prächtiger aus. Und damit stürzen wir jetzt in den Kampf. Mal gucken, ob es diesmal was wird. So, komm schon. So, und damit das hier gleich geregelt ist. Darüber. Nein. Da ist noch einer. Den da. Oh nein, was ist denn das? Wo ist denn der? Alle wieder in Formation zurück. Wo hat's da jetzt nochmal da?
Ja, gut, das nenne ich hier mal. Gut. Oh, da hast du auch nicht mal mehr 5 Minuten zum Kacken. Entschuldigung. Ich finde es so cool, der alle da kämpfen richtig heftig und der läuft da einmal schön durch und fertig ist. Oh. Weißt du, da stehen sie dran und machen echt nichts. Das ist so typisch. Wir brauchen nur noch einen Turm. Beeilt euch, ihr verdammten Orks! So, was ist hier los? Da ist nichts los. Also, Mauer kaputt machen. Kommt schon. Nein! Ich glaub's nicht. Ja, hau mal hier schon alles kaputt. Sie greifen die Türme an! Boah, Alter, jetzt geht's hier ab, ey. So. Oh Mann. Komm schon, ihr beiden da. Faulenzen ist nicht. Ihr haut da mal auf die Kaserne drauf. Na gut, dann haut mal ihr alle drauf. So. Tantruil? The fuck? Niemals wird das Böse diese Wälder geißeln. Na kommt schon, haut nur um. Scheint, dass das der Anführer ist. Oder scheint, dass er es war. Na komm schon, das fliegt auch noch kurz um. Na komm, und nochmal. So. Errichtet und verteidigt hier, ruft Kränkram. Also sammeln. Stopp. Das ist halt echt ätzend. Weil wir da jetzt wieder zurück müssen. Oh Gott. Und da müssen wir. Ah, das wird richtig schön jetzt. Ach, da ist ja auch keiner mehr. Ach, geil.
Ich dachte, wir sind fertig. Nee, eben nicht, Freund. Eben nicht. Ihr wisst, was zu tun ist. Nee. Wissen wir nicht. War da aber nicht nur irgendwo etwas? Ja, da war das mit der Spinne. Boah, Alter. Die laden sich so langsam wieder auf. Wir müssen zwei Teams irgendwie so runterkommen lassen. Hier brauchen wir auf jeden Fall so eine kleine Abdichtung. Und der kann nur... Ich bin gerade am überlegen, ob ich abspeichere, weil ich denke mal, ich nehme jetzt schon wieder zu lange auf. Fast eine Stunde. Ich denke mal, wir können nur gewinnen, wenn wir da diese, wir die Straße haben. Aber wir gehen jetzt erstmal zu denen hier. Gibt es erstmal mal wieder ein bisschen Rabatz. Lurienkrieger. Lasst sie unsere Klingen spüren. Jo, wir laufen da einmal durch und sie sind tot. Geil. Und dazu habe ich nur eins zu sagen. Baumeister. Bau. So. Da sind noch welche, aber dafür brauchen wir mehrere. Oder vielleicht brauchen wir gar nicht. Warte mal. Okay, also das ging jetzt einfacher, als ich jetzt gedacht hätte. Aber ich freue mich, um ehrlich zu sein. Ich freue mich really well, very well. Ich glaube, das geht jetzt dann doch ganz easy hier noch. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen, also brüllen wir mal nicht so laut. Da ist schon eins gebaut. Dann baust du da mal auch ein Türmchen. Dann gehen wir mal da ruf. Ich glaube, da gibt es nämlich auch noch ein bisschen Stress. Na komm. Hau mal auch den Turm um. Jetzt müssen wir da noch nicht sicher gehen, dass da niemand wirklich hinkommt. Da wird gearbeitet. Ja, es zieht sich jetzt, aber wir haben es ja gleich. Wir haben auf euch gewartet, Bogenschützen. So, die holen wir auch noch kurz. Vorwärts, ihr Landet euer Werkzeug bereit. Baut! Macht euch bereit. Bewegung! Was? Da haben wir keinen Baumeister, aber... Die können wir mal dahin schicken. Und ich denke mal, dann ist es auch wirklich aus hier. Oder hoffe ich zumindest. Also das wäre natürlich geil. Weil die Folge hat jetzt echt schon Überlänge, muss man einfach auch mal so sagen. Also. Hab ich hier. Echt hab ich. 97, 98. Und. Witzig ist, sie können gar keine Einheiten mehr holen. Wir haben ja alles ausgerottet. Von dem her müsste es eigentlich rein theopraktisch, wenn man hier jetzt mal guckt. Ruft dran. Ja, gut. Ja, wir haben alles erledigt. Also müsste jetzt eigentlich nur noch hier Simsalabim was gebaut werden und dann ist rum. Wenn ich es richtig verstanden habe. Also. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%, 80%, 90%, 100%. Wir müssen die Straße aufgeben. Sagt mir jetzt bloß nicht. Wir werden sie aufs Neue stellen. Ey, du willst. Ah, okay. Ich dachte schon. Haha. Möge alle Welt die Dunkelheit fürchten.
gewonnen. Ah! Halleluja. Die Elben aus Düsterwald sind versprengt und ohne Hoffnung. Die wenigen Überlebenden ziehen sich nach Westen in Richtung Bruchtal zurück. Gleichzeitig stürzt Sauron auch das Reich der Zwerge in den Krieg. Doch die stolzen Krieger werden ihm erbitterten Widerstand leisten. Puh, das sind Ansagen. Hier muss man einfach auch mal so sagen. Also, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Vor allem Zwerge. Sehen unberechenbar aus oder sind unberechenbar. Bräuchten auf jeden Fall mal einen Rasierer, nee, Spaß beiseite. Also es würde auf jeden Fall noch schwerer als jetzt. Ich glaube, das wird nicht einfacher hier. Aber viel mehr seht ihr in der nächsten Folge bei der Dürre Heide. Dürre Heide, okay. Da seht ihr dann mehr, was abgeht, was passiert oder was passieren wird. Wie die Zwerge sich repräsentieren, was sie davon alles zeigen und wie wir handeln werden, seht ihr in der nächsten Folge. Also, macht's gut, bis dahin, ciao.